ただいまから日独共同記者会見を執り行います。Aber dieser Besuch zeigt gerade und die Äußerungen von Herrn Ministerpräsident Kishida haben es eben unterstrichen, wie wertvoll in dieser Region die Präsenz von befreundeten Partnern auch im Militärischen ist. Deshalb hat sich das deutsche Verteidigungsministerium und die Bundeswehr entschlossen, hier nicht nur mit der Fregatte Bayern unterwegs zu sein, Präsenz zu zeigen, sondern auch an gemeinsamen Manövern mit Staaten aus dem indopazifischen Raum und Australien, Neuseeland Präsenz zu zeigen. Ich glaube, das ist ein Fingerzeig, der auch hier verstanden wird, dass die Staaten, die sich Freiheit und Demokratie verpflichtet fühlen, gemeinsam dafür einstehen und Signale setzen, dass sie an der international regelbasierten Ordnung festhalten und nicht in Frage gestellt sehen wollen, was das Völkerrecht, was die Charta der Vereinten Nationen nach schmerzvollen Jahren im vergangenen Jahrhundert garantiert. Ich freue mich, zurück in einem Land zu sein, mit dem uns, wie mit Japan, ich freue mich, zurück zu sein in einem Land, dessen Gastfreundschaft. さらに私から日本も5年以内に防衛力を抜本的に強化し、その裏付けとなる防衛費の相当額を確保する決意であることを伝えるとともに、日米同盟を基礎としつつ、同志国との多層的な安全保障協力を進めていく考えであることを伝え、日独間での連携の強化を確認いたしました。まず日本のプレスの方からご質問がある方は挙手をお願いいたします。また経済安全保障についても両国が連携を強化していくことで一致をいたしました。この後の夕食会でも続けて幅広いやり取りを続けられればと思っております。その場でしばらくお待ちください。